Ich hoffe, dass das für ihn ist. Er hat schon gesagt, dass wenn er trifft, da er wird nicht übeln, diese Tor. Das ist auch alles nachvollziehen und legitim. Ich freue mich sehr, dass es Anthony Uccia bei uns ist und genauso er ist unsere auch Liebling für Publikum Spieler ist und er ist ganz wichtiger Spieler. Wenn der trifft, dann gewinnen wir und so ist momentan 5 Spiele in Folge nicht getroffen, haben wir verloren. Solche Motto, ja. Aber ich hoffe, dass nicht nur das Druck auf ihm, sondern einfach so ist Fußball und das ist nicht das erste Mal oder letzte Mal, wird so Ex-Spieler gegen seine Ex-Mannschaft spielen oder anderes rum. Das ist so, so ist momentan. Aber genauso bin ich fest überzeugt, er freut sich auch über diese Spiele.